Und wir kommen schon wieder zurück zu Tuns Druck, Kumpel. Wir haben diesen schönen Kartoffelpuffer. Ein Pufferfisch. Fisch. Gefangen. Ich weiß bloß noch nicht genau, was wir damit anrichten können. Ich weiß jetzt auch erstmal so weiter nicht, was man jetzt noch so machen kann. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, gehen wir einfach mal zum Labor. Und setzen da mal ein paar Gegenstände ein. Mal gucken, was da passiert. Bereit, Flax? Ab ins Loch. Dünn. Niedlingen. Ankunft auf Loch. Halt's Maul. So. Hier. Hallo, Wirrwarr. Wartet auf mich! Ja. Ich stecke nur gerade wieder die Bauteile zurück. Bitte. Welche Bauteile? Achso, Zucker. Wir müssen ja, glaube ich, erst alles einsetzen, oder? So. Er hat gesagt, dass bloß das hier passt. Naja, also... Ich würde jetzt sagen, praktisch Zuckerwürfel oder Würfelzucker. Also gibt ja auch ein Wort irgendwie. Also es macht ja irgendwie Sinn, sage ich mal. Also guck mal, Degen. Was können wir bei Degen? Ach du Scheiße. Stern? Sterne. Sterne. Der hässliche Mantel der Fütterscheuche. Ein Spieß. Nüsse. Nüsse. Ich habe noch keine Ahnung. Morgen. Morgen. Sterne. Morgensterne? Morgenstern vielleicht? Mal einsetzen. Eis. Eis. Der Übelator. Achso, hoch. Ah, hier können wir auch noch mal reingucken. Brauche ich nicht immer rausgehen. Cool. Eis. König Nix Spieluhr mit Tinte drauf. Eisuhr. Eisspieluhr. Nee. Ein wirklich abstoßendes Fliegenkostüm. Komplett mit großen Glubschaugen, ledernen Flügeln und klebrigen Saugnäpfen an den Füßen. Eine Eisfliege bestimmt nicht. Ein Pufferfisch. Eisfisch. Eispuffer? Eispufferfisch? Eisfisch. Ich weiß nicht. Turm. Boah, hört sich irgendwie übersteuert an, oder? Turm, Hammer, Turmmagnet, Turmbrot. Glocken. Glockenturm. Rute. Eine billige Kette aus der Spielhalle. Kette, Rutenkette, Kettenrute, nee. Eine vergoldete Gießkanne. Was war das jetzt nochmal? Der Übelator. Ach, Rute. Rutenhammer, Rutenhandschuh. Ein roter Gummihandschuh. Handschuh, Rute. Handschuh, Rutenmagnet. Rute. Wünschel, irgendwas vielleicht mit Wünschel, Wünschen? Und die Sterne sind ja schon weg von wegen Wünschen. Was hängt ja damit nicht zusammen? Eine rote Pfefferschote. Huch. Ein Spieß. Spieß. Spießrute. Spießruten. Kind. Kind. Ach. Ein Stempelkissen. Kindstempel. Kindloch. Ein tragbares Loch. Ein... Arschlochkind. Das war böse, ich weiß. Entschuldigung. Oh, kann das doch passen? Ein tragbares. Nee, bestimmt nicht. Magnet. Ein extra starker Whack-Me-Magnet. Kindpümpel. Ein Pümpel. Ein Pümpelkind. Nüsse. Nüssekind. Bowlingpins. Geschmackvoll arrangiert. Kind. Eine vergoldete Gießkanne. Keine Ahnung.
Ach, ich gehe immer raus, Wal. Was kann man mit Wal machen? Wal, Pfeffer, Schote, Wal, Kanne, Wal, Magnet, Magnet, Wal, Pin, Wal. Pin, Wal? Pin? Wal, Pin? Nee. Ach, vor als Pinwand, jetzt habe ich Pinwand im Kopf hier. Walnüsse. Nüsse. Walnüsse. Hemd. Da würde mir spontan ein Kettenhemd einfallen. Bogen. Ein Pfeil. Pfeil und Bogen. Salz. Eine rote Pfefferschote. Naja, da steckt das Wort Pfeffer drin. Salz und Pfeffer? So, Spiele. Der Übelator. Spiele. Brot selbst gebacken. Brot und Spiele. So, dann fehlt noch Degen. Degen und Kind. Boah. Degen. Ich setz einfach mal irgendwas ein. Eingebaut 9? Oh oh, ich fürchte, da stimmt was nicht. Schaut euch bloß die Anzeige an. Hä? 9 funktionierende Bauteile sind installiert. Aha. Und 9 sind an der richtigen Stelle montiert. Der Niedlifizierer ist fast in 1A-Zustand. Vorwärts, Niedlichmannschaft, vorwärts! Hä, was jetzt? Gegenstücke eingebaut 9. Gegenstücke in korrekter Position 9. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ist aber 11 eingebaut. Handschuhdegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen und hier mit Pümpel auch nicht. Wir sind wohl ein wenig vergesslich, wie? Denk daran, die Maschine besteht aus 12 Bauteilen. Ich hab doch eben 11 gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich sag doch 12. Mensch. Oh, was kann man. Ich weiß nicht mal, was hier stimmt. Ich kann jetzt nicht unnötig rumprobieren. Was weiß ich? Eingebaut. Jetzt sind aber 10 eingebaut. Nicht ganz, du Nobelpreisträger! Und 10? Hä? Also 1 stimmt jetzt hier, oder wie? Magnet, Metall. Ah. Was soll's? Versuch es weiter. Sogar ich habe ab und zu mal einen schwächeren Tag. Also stimmt alles soweit bis auf. Pin. Pin Baby? Hä? Bowling Pins. Geschmackvoll arrangiert. Pin-Kind? Kingpin oder was? Kingpin? Kingpin? Ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht. Kein Wort jetzt. Und das gilt für euch beide. Ah. Also ist der Magnet bestimmt falsch. Glaube ich. Ich hatte den Handschuh, hatte ich glaube drin, Magnet. Pimpel. Degen. Ich glaube, du stehst kurz vor dem Rand. Ja, ich stehe kurz vor dem Zusammenbruch hier. Halt, rausnehmen. Ich fange jetzt einfach komplett von vorne an, so. Was haben wir denn hier? Mantel? Mantelding? Hä?
beim Mahl besteht Genie aus 10% Schweiß und 90% heißer Luft. Arschloch. Also hat das jetzt auch gestimmt, oder wie? Was ist denn jetzt hier falsch? Oh, ich krieg die Krise. Morgenstern würde für mich Sinn ergeben. Eisfisch? Ich weiß nicht. Turm, Glocken, Glockenturm. Spießrute? Das hier scheint richtig zu sein, aber ich verstehe es nicht. Walnüsse. Würde jetzt für mich einen Sinn ergeben. Hemd, Kettenhemd. Bogen, Pfeil, Bogen. Salz, Pfeffer, das ist eine Pfefferschote. Brot und Spiele, das ist mir ein Begriff. Könnte das hier falsch sein? Eis? Eisfisch. Oh, was könnte man denn noch alles für Fische sammeln? Angler, Eisangeln. Anglerfisch. Eisangeln vielleicht. Vergesst eure Sachen. Ja. Vielleicht doch den Anglerfisch dann? Dieses Scheißviech. Na, los, komm schon. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich hier abklappere, oder? Ein Anglerfisch. Ja, das würde doch Sinn ergeben, oder? Anglerfisch angeln? Eisangeln? So, nochmal drauf gucken, so. So, die. Was hat er nicht von gesagt? Anglerfisch? Sardine. Mensch, wieso steht hier Pustefisch und bei dem anderen stand ein Pufferfisch? Hä? Sardine. Anglerfisch. Hering, den haben wir rein. Scholle. Scholle! Eisscholle! Eisscholle, das würde auch Sinn ergeben. Wo ist der. Hä? Wo ist der Fisch? Da. Also ist nicht. Der Hauptgewinn, sondern die Eisscholle könnte eventuell. Das würde Sinn ergeben, eine Eisscholle halt. Ja. Scheiße. Hü, da war sie. Nein! Hör auf mit diesem. Ich weiß doch. Ja, los jetzt. Ja. Oh. Scheiße. Nö. Nein. Nein. Doch. Oh, das ist doch unfair. Hör auf mit diesem. Ich war. Wie in der. Was war das letzten Folge, glaube ich? Los! Och. Es kann sich bloß noch um Stunden handeln, meine lieben Kollegen, Freunde da draußen, Abonnenten, Jungs und Mädels und ach Mann. Los, Fischi! Ja. Ja. Netter Fang. Eine Scholle. So, jetzt aber. Ja, Quatsch. Ah, ich glaube, ich nehme jetzt doch mal das Loch. Ey, Eisscholle, das könnte stimmen. Das wäre jetzt voll Knorke, ey. Bereit, Flax? Ab ins Loch. So, wo wollte ich jetzt überhaupt hin? Ja, hier Niedlingen. Dahin, genau. Weißt du irgend... Mir nicht so, mir wird immer so kotzübel von... So, Scholle, Eisscholle. Ey, hoffentlich klappt das. Das... Eureka, ein weiterer Durchbruch. Ah. Nein, so... Was, letztes Mal aufgehört? Achso. So, was war jetzt hier, wollte ich? Genau, das wär's jetzt. Bitte drück die Daumen da draußen. Jungs und Mädels. Das
12. Ja! War's das? Geschafft! Ist der Nidlifizierer wirklich fertig? Ja! 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 Cool! Ja! Exorbitant! Und was? Also, seid ihr Jungs bereit? Jawohl, Sir! Natürlich, Sir! Wir waren noch niemals so... Bereit wozu? Na ja, in die Welt hinauszuziehen und Sachen zu nidlifizieren, natürlich. Wozu glaubt ihr, ist ein Nidlifizierer sonst da? Flax, war das wirklich so abgemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Meinst du, wir haben eine Wahl? Nee. Ich schätze, die Alternative wäre, unseren Wing Commander hier das Ding steuern zu lassen. Also haben wir keine Wahl. Nee. Das ist schon okay. Vielleicht wird das ja eine dieser bedeutungsvollen Lebenserfahrungen. Ist mir jedenfalls lieber als eine dieser bedeutungslosen Todeserfahrungen. Gentlemen, die Zeit ist reif, den Nidlifizierer anzuwerfen. Reif wie ein Apfel. Ja, bitte? Du hast doch hoffentlich daran gedacht, einen weiteren, viel größeren Ausgang zu bauen. Ein Hangar-Tor. Oder etwa nicht? Ja. Och, ne, sag jetzt nicht. Oh. Meine Getreuen, kommt rein, kommt rein. Bitte, beantwortet mir nur eine einfache Frage. Jederzeit, Euer Unheiligkeit, ihr braucht nur zu... Wo sind die Flüchtlinge, die ihr verhaften solltet? Hey, das ist eine gute Frage. Ruhe, eine Stimme. Idiot. Wir finden sie, Sire, wir bringen sie zu euch, ist so gut wie erledigt. Wir werden in jeder Ecke nachsehen. Und sogar dazwischen. Euer Übelkeit, ich flehe euch an, gebt uns doch diese eine Chance, euren üblen Launen zu gehorchen, euch unseren Wert zu beweisen. Gut, dann enttäuscht mich aber nicht nochmal. Denkt daran, eure elenden Belger wiederzubeleben war nicht einfach. Was? Das Leben aber wieder rauszuquetschen. Was, eure Belger? Ja, Sir! Haben die Kinder oder was? Hä? Habe ich es nicht verstanden.